Herstellung, Besitz und Anwendung total verboten. Als Albert Hofmann in den 30er Jahren in den Labors von Sando forscht, ahnt er davon nichts. Er arbeitet mit dem Mutterkornpilz, einem Parasiten, der sich an Roggen bildet. Aus dem hochgiftigen Pilz entwickelt Hofmann ein erfolgreiches Herz-Kreislauf-Mittel. Eher zufällig destilliert er eine Säure. Er nennt sie Lysergsäure-Diethylamid, LSD-25. Schon durch das Einatmen einiger Moleküle im Labor verändert sich seine Wahrnehmung. Hofmann und sein Team glauben, die Substanz könne sich für die Psychiatrie eignen. Die Selbstversuche im Labor erscheinen ihm jedoch nicht sonderlich ergiebig. Die Untersuchung war im Laboratorium. Und ich habe ja da mitgemacht. Dann habe ich ihm das Gefühl gehabt, ach, das ist mir nicht wohl. Das ist ja furchtbar, was man da sieht. Diese Maschinen wie Teufelswerkzeuge und die Menschen im weißen Mantel, die da herumgehen. Was wollen die eigentlich? Was ist da los? Und dann habe ich mir gedacht, das muss ich einmal in einem anderen Milieu machen. Und habe dann Ernst Jünger geschrieben von dem und einen Pharmakologen. Und dann haben wir zusammen einmal den ersten psychedelischen Versuch gemacht in einer anderen Umgebung. Hofmann findet im Schriftsteller Ernst Jünger den perfekten Mitreisenden in die tieferen Erfahrungswelten psychoaktiver Drogen. Der Dichter schreibt darüber: Die Lichter werden greller, die Farben lebhafter, die Begierden treten nackt hervor. Die Glut war tief unter der Asche versteckt. Jetzt schlägt die Flamme hervor. Das Herz, die Lunge antworten. Die Sinne werden schärfer, auch für das Blut. Jünger und Hofmann analysieren ihre Erfahrungen wie wissenschaftliche Experimente. Ein Austausch, der verbindet. Du hast vorher schon Erfahrungen gehabt mit Mescalin. Hm. Hast du mir gesagt, ja, dein LSD ist ja wunderbar, aber verglichen mit dem Tiger Mescalin ist ein LSD nur eine Hauskatze. Oh, das hast du gesagt, aber das war eben die tiefe Dosierung. Die Dosierung spielt eine große Rolle. Du hast es widerrufen, als wir dann die normale Dosierung genommen haben, etwa 100 oder 120 Gamma. Ach so, ja. Es handelt sich eigentlich nicht nur um das Visuelle, sondern um die Schärfung der Sinnesorgane überhaupt. Ich möchte sagen, die Bandbreite wird nach beiden Seiten verlängert und überschritten. So machte einer eine Zigarettendose auf und das war wie ein Knall für mich. LSD ist hochwirksam. Schon 0,02 Milligramm reichen für einen Trip. Mit noch geringeren Dosierungen lassen sich psychisch Kranke behandeln. Unter ärztlicher Aufsicht wird LSD für manchen zur Medizin. Da haben mir Leute geschrieben, eine alte Frau, 65 Jahre alt, sie hätte jetzt furchtbare Kopfschmerzen gehabt und hätte immer Therapien gehabt, alle möglichen, ohne Erfolg. Jetzt hat sie eine Sitzung gehabt unter LSD und sei jetzt mit 65 Jahren das erste Mal genieße sie das Leben, sei neu geboren. Nicht alle Versuche zielen auf Heilung. Der amerikanische Geheimdienst CIA will LSD als mögliche Waffe oder Wahrheitsdroge benutzen. Manche Testperson wird nicht informiert, mit desaströsen Folgen. Ein solcher Proband springt unter LSD aus dem Fenster. CIA und Armee experimentieren fast 10 Jahre damit, bis 1958. Dreimal waren Leute vom Nationalen Forschungsinstitut und von der Armee-Laboratorien waren bei mir. Die haben mich immer interessiert, die Herstellung von LSD, wie man in großen Mengen LSD herstellen könnte. Und dazu mal konnte man noch nicht große Mengen herstellen. Man muss, ja, konnte man, aber man musste aufs Getreidefelder gehen und das Mutterkorn sammeln und extrahieren. Ein Herr vom Geheimdienst begleitet auch in den Bergen von Mexiko die Exkursionen von Gordon Wasson. Der amerikanische Banker und Ethnologe erforscht dort seit Mitte der 50er Jahre halluzinogene Pilze.
Er stößt auf eine der letzten Kulturen, die diese Naturdroge religiös nutzen. Den magischen Pilzen werden ähnliche Eigenschaften zugeschrieben wie LSD. Den Forschern gelingt es, die Pilze im Labor zu kultivieren. Aber erst Albert Hofmann ist es, der ihr wirksames Prinzip isolieren kann. Psilocybin. Die chemische Struktur des Stoffes gleicht der von LSD bis auf wenige Moleküle wie ein Ei dem anderen. Wasson und Hofmann arbeiten weiter zusammen. Albert Hofmann reist mit nach Mexiko zu Maria Sabina, einer Schamanin. Bei ihr erlebt Hofmann erstmals den Kult um die sakralen Pilze. Eine Velada. Die Heilerin nimmt Pilze. Dann, so der Glaube, spricht Gott aus ihr. Die schönsten Wirkungen kamen dann zum Vorschein, sehr stark. Und es wurde dann eine richtige, volle Velada. Sie hat dann auch im Höhepunkt der Ekstase hat sie dann die Fragen beantwortet, die gestellt wurden. Es wurde gesungen, es wurde geklatscht, es war eine ekstatische Atmosphäre. Und ich hatte auch das Gefühl, die jungen Frauen, die haben also manchmal in ihrem Gesang so fast geschluchzt, ekstatisch. Und ich habe das Gefühl, da ist irgendetwas, auch eine sexuelle Erregung bei diesen jungen Frauen drin gewesen. Das dauerte also bis am Morgen. Die Velada schildert Wasson einer amerikanischen Illustrierten. Die Wirkung von Halluzinogenen wird erstmals einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Hofmann den Mann kennenlernt, der Aufsehen erregt mit seinen Büchern über andere psychoaktive Drogen aus Mexiko, über Mescalin. Es ist der weltberühmte Schriftsteller Aldous Huxley. Er hat bereits seine Mescalin-Essays veröffentlicht, als Mitte der 50er Jahre seine ersten LSD-Trips alle bisherigen Erfahrungen in den Schatten stellen. Huxley macht dieses neue Erleben zu Literatur. Mit dem Therapeuten Osmond erfindet er ein Wort für die neue Wahrnehmungswelt. Psychedelic, psychedelisch. Sie sprachen über einen wertvollen Zustand erhöhter Wahrnehmung, der durch Drogen verursacht wird. Denken Sie, die Menschheit könnte davon profitieren? Ich glaube, dass vor allem Professoren daraus den größten Nutzen ziehen könnten, sowie alle anderen Leute mit fixen Ideen, die sich ganz sicher sind, was was ist. Wenn Sie diese Substanzen nehmen, würde Ihnen klar, dass die Welt, die Sie sich konstruiert haben, mitnichten die einzige Welt ist, dass es außergewöhnliche andere Typen von Universen gibt, die wir dankbar sein sollten, bewohnen zu dürfen. Nun, Aldous hat immer gesagt, dass psychedelische Drogen etwas sind, das man mit großem Respekt und Vorsicht nehmen sollte und nur äußerst selten. Und mit dem, was man an einem Tag erhalten hat, kann man sehr lange arbeiten. Er sagte, man erfährt dabei die grundlegende Natur des Universums ist Liebe. Die 94-jährige Therapeutin Laura Huxley, die Witwe von Aldous, lebt bis heute in ihrem gemeinsamen Haus in den Bergen von Hollywood. Damals experimentieren die beiden mit LSD. Sie fordern einen sparsamen, ritualisierten Umgang damit. Als das Paar 1963 in Europa unterwegs ist, verabredet sich der damals schon schwerkranke Aldous Huxley mit Albert Hofmann. Wir haben uns dann sehr gut unterhalten. Er hat gesagt, er hätte jetzt einen Roman geschrieben und da spiele mein LSD und mein Psilocybin eine große Rolle. Und das war der Roman, sein letzter Roman, Island. Und das ist die Moksha-Medizin. Und er hat mir dann in einem seiner Bücher geschrieben, dem Entdecker der Moksha-Medizin, hat er das Buch gewidmet.